Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zum zweiten Gruppenspiel der Gruppe A der FIFA 365 WM 2017 hier auf meinem Kanal. Heute heißt es Barcelona gegen Fenerbahce Istanbul. Gestern gab es ja schon in der Gruppe A Bayern Leicester. Die Spiele der Gruppe A finden immer um 17 Uhr statt und die Spiele der Gruppe B um 19 Uhr. Und nachher in der Gruppe B heißt es Paris gegen Borussia Dortmund. Leute, wird auch eine spannende Partie. Jetzt aber erstmal Barca gegen Fenerbahce. Und mal schauen, ob Barca jetzt hier sich auch die ersten drei Punkte ja holen kann, wie der FC Bayern München gestern. Schauen wir einfach mal rein. Wir starten mit Antoine Griezmann. Atletico Madrid ist ja bei der ersten WM hier nicht dabei, aber ich kann ja sowas öfters machen. Nächstes Jahr mit der neuen FIFA 365 oder mit der Magitex sogar oder mit allen möglichen Serien eigentlich. So, das ist ja quasi der erste Anlauf, mein erster Test quasi eines so solchen Projektes. So, machen wir weiter mit Luis Neto. Brown Idier von Olympiakos und Mario Gaspar von Villarreal. 0-0. Aber ich glaube, dass hier noch Tore fallen. Hugo González von Club America. Fernando Zucchi von Boca Juniors. Klaas-Jan Huntelaar. Leonardo Bonucci und Roman Bürki. Den hätten wir vorhin gebraucht. Oder den brauchen wir nachher erst, den Roman Bürki. Das heißt, zur Halbzeitpause steht es 0-0. Und was wäre das für ein Spiel, wenn es jetzt hier unentschieden enden sollte? Das wäre auf jeden Fall sehr gut für Bayern, muss ich sagen. Und apropos Bayern, wir ziehen Philipp Lahm. Aber wir brauchen ja Barca-Spieler oder Fenerbahce-Spieler. Bertolacchi, Ivan Perisic, William Carvalho und Ismael Sosa von Tigres UANL. Letztes Tütchen hier für heute. Und wir ziehen Neymar. Neymar mit dem Doppelpack, Neymar, Auli Mauli, Neymar einfach mit zwei Toren bringt Barcelona in Führung. Luka Modric, Marcelo Quirino, Abubakar und Jugurta Hamrun von Bukarest. Das heißt, Barcelona gewinnt hier mit 2-0 durch den Doppelpack von Neymar. Also Neymar hat einen Lauf hier. Mal gucken, wie es weitergeht in den nächsten Spielen in der Gruppe A. Nachher ist jetzt erstmal Paris gegen Borussia Dortmund dran in der Gruppe B. Leute, jetzt kommt natürlich auch wieder die Tabelle. Beziehungsweise erstmal hier, ne, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder nachher um 19 Uhr. Leute, schaltet wieder rein, wenn es heißt FIFA 365 WM 2017. Tschüssi.